Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir denn hier heute auf dem Gabentisch? Heute haben wir ein Bier, Laikheim, Premium Pilz. Ja, Laikheim hatten wir schon mal gehabt. Laikheim aus Bayern kommt das Ganze hier in der Bügelverschlussflasche. Allerdings das Premium Pilz hatten wir noch nicht gehabt. Ich habe es jetzt mal mitgenommen, gab es im Getränkehofmann, habe ich gesagt, komm, das packen wir natürlich sofort mit ein. 4,9% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, kein Hopfenextrakt. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Laikheim, da waren einige, ne? Die wir schon hatten. Die waren, glaube ich, alle ganz gut gewesen. Die waren alle super. War nicht dieses Steinbier auch Laikheim? War das nicht so? Das war da auch sensationell lecker. Also ich bin mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommen wird. Ja. So von der Aufmachung her muss ich sagen, ja, Brauhaus Laikheim, alten Kunststadt. Jo, Premium Pilz. Also es geht, ne? Es ist so, es ist recht schlicht, sage ich mal. Gut, würde ich sagen, haben wir Bier durch, wollen wir auf jeden Fall. Oh, die steht gut unter Druck. Hätte auch gut geploppt, glaube ich. So Leute, schaut mal. Jetzt, ich glaube, hoffe, man erkennt sie jetzt mal endlich hier, weil da kommt ja so viel raus an Entspannungsverdampfung. Schaut euch das mal an, was da alles rauskommt. Das ist ja der absolute Wahnsinn hier. Schön, wunderbar. Und Leute, ich habe schon wieder Bierdurst. Ich habe gerade richtig geil Wellness gemacht. Ja, richtig schön Massagestrahl. Unter der Dusche stand ich fast 45 Minuten. Ich komme ja schon vor wie eine Kaulquappe. Und jetzt habe ich richtig Bierdurst, Leute. Richtig Bierdurst. Deswegen lassen wir laufen, Leute. Achtung. Oh, guter Sound. So, oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf hier. Wunderbar. So, haben wir es gerade erkennen, ja. Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Von der Blume 1, 2, oh, sogar zwei fingerbreite Blume. Sehr schön feinporig. Ja. Recht fluffig. Ein paar Luftbläschen sind drauf, die zerplatzen. Begrüßen ein, finde ich okay. Kraterbildung hält sich in Grenzen. So ganz leichte Krater. Ich sag, die Blume steht 90 Sekunden Standard im Glas. Die steht fest, die steht stabil. Ich halte es mal eben rein, könnt ihr euch selbst überzeugen. So schaut das Ganze aus. Ansprechend. Und wir sehen schon, wenn ich das Glas ein bisschen schwenke, auch diese bleibt wunderbar an der Glaswand haften. Ja, die ist stabil, Leute. Die ist richtig stabil. Das finde ich schon mal gut. Bayerische Biere, Qualität, nicht wahr? So. Was haben wir denn da im Glas? Ja, ganz klassisch, ne? Ganz klassisch. Klassisches Getreidegold, Leute. Klassisches Getreidegold. Schöne Tiefe. Ja, keine Schwebeteilchen oder sonstiges und Karbonisierung. Ja, ich sag mal so, ein bisschen weniger als unser Berliner Pilz, was wir da so kennen. Also das eher gemütlich perlt ab nach oben. Also zeugt jetzt optisch nicht ganz so von Spritzigkeit, aber es ist durchaus vorhanden. Ja, Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Sieht schön aus. Ich finde es hübsch, Leute. Ich finde es richtig ansprechend. Da gibt es nichts zu kritisieren. 5/5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Ich finde es ansprechend. Wenn der Wirt mir dazu hinstellt, sage ich, komm, lass mal stehen, zapf mal das nächste. Ja, das ist abdurscht. Ja, das sieht gut aus. Übrigens, die Flasche, falls ich es noch nicht erwähnt habe, die hat hier so ein Embossing drauf. Also richtig schön, so ein ja, Relief oder wie man auch sagen kann. Kann man schon rüberfassen hier. Sehr schön. So, Freunde, dann wollen wir mal gucken, was da so in die Nasenflügel aufsteigen tut. Oh! Ja, das ist mal ordentlich Hopfen betont. Schöner Aromahopfen, den merkt man. Das ist mal ein bisschen was anderes. Oh, das erinnert mich schon wieder an so eine Frucht hier, Mensch. Ach, ich immer und die Früchte, oder? Das ist immer. Was ist denn das? Ja, so ein bisschen mehligere Frucht. So, ich würde sagen. Drachenfrucht, kann das sein? Gibt es so eine Drachenfrucht? Die war doch, glaube ich, so vom. Ja, so ein bisschen Zitrus auch. Auf jeden Fall so ganz ausgereifte Früchte, ja, durch. Also das stelle ich mir vor, das wird bestimmt jetzt auch ein bisschen lieblich werden gleich. Das, da freue ich mich richtig drauf. Aber auch so ein bisschen blütig, ja, so ein bisschen floraler kommt das. Das kommt alles von dem Hopfen, Leute, das ist richtig. Oh, das, oh, da freue ich mich jetzt, da freue ich mich jetzt richtig, das zu probieren. Da bin ich mal richtig gespannt, das duftet richtig lecker, Leute.
In dem Sinne, sage ich mal, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah, herrlich, wunderbar. Da ist ein schöner Nachgeschmack drin. Ja, fangen wir mal an. Antrunk, ne? Den mögen wir ja immer. Was haben wir denn herausgefunden? Erstmal weich bis mittelweiches Brauwasser. Das finde ich gut. Die gesamte Mundhöhle ist wunderbar ausgehöhlt. Schön, ja, voluminös breitet sich das Bier im Mundraum aus. Alles ist benetzt. Zunge, Backen, Innenwände perfekt. Da gibt es absolut nichts zu kritisieren. Sehr samtig, wenn man es runterschluckt, da kratzt nichts, da beißt nichts, da juckt nichts. Alkoholkanten, absolut nichts, was dergleichen irgendwie entsprechen würde, dass da irgendwas Unangenehmes ist. Auch hier, das geht runter wie Öl. Malzkörper dezent, würde ich jetzt mal sagen, beim Antrunk. Fruchtkörper habe ich leider nicht wahrnehmen können jetzt beim Antrunk, obwohl es recht stark fruchtig duften tut. Aber dafür waren deutlich wahrnehmbar den Hopfen halt. Ne? Und der hat so eine richtig schön ausgewogene Herbe. Aber eben auch noch so dieses, ja, Florale, so, das ist so richtig so eine, stellt euch vor, so eine richtigen Blumenblüten, ja, so ein Meer aus Blumenblüten. So richtig toll irgendwie, ja, so rosig oder so, das ist richtig so, wow. Also da ist eine ganze Menge, glaube ich, noch gleich zu entdecken, aber so erster Antrunk, muss ich sagen, begeistert. Finde ich richtig lecker, ist wieder so charakterstark. Finde ich sehr, sehr schön. So. Und wollen wir ein bisschen tiefer da reingehen und mal ein bisschen Virologie betreiben hier. Ja, ich meine, das ist irgendwie... Oh, ich mag das immer, wenn das so duftet, so schön. Mm. Ja, Freunde, und hier sage ich auch, es ist zwar ein Pilzbier, das ist richtig, müsste eigentlich dynamisch sein, aber ich sage offen und ehrlich, so wie ich es wahrnehme, ist es eher ein gemütliches Bier. Ein Bierchen, was länger im Mundraum behalten werden möchte, eher kleinere Schlucke nehmen, ein bisschen mit der Zunge drin rumspielen, ne, dass es ein bisschen an Temperatur noch anzieht und dann entfalten sich dann nochmal die feineren Nuancen. Und das lohnt sich hier bei diesem Leikheim-Pilz, Premium-Pilz tatsächlich, weil... Da ist eine Menge drin zu entdecken. Da ist richtig viel drin zu entdecken. Das ist ein richtiges, spannendes Bier. Das entfaltet nacheinander ihre Nuancen hier, die da drin stecken. Ich kann noch nicht herausfinden wegen dem Fruchtkörper. Da bin ich so ein bisschen... Ja, also der Malzkörper, wie es sich gehört, der ist präsent. Ja, der zeigt sich auch, aber der sticht jetzt nicht so hervor. Das hätte mich jetzt bei dem Biertyp Pilz auch gewundert. Und das ist sehr angenehm, also sehr, sehr gut ausbalanciert. Ja, dann müsste normalerweise gerade mittlerer Zungenbereich, vorderer Zungenbereich noch so ein bisschen der Fruchtkörper ansprechen. So, man duftet es deutlich heraus, aber das schmeckt jetzt nicht wirklich, ich sag jetzt mal, deutlich selbstbewusst nach einem Fruchtkörper. Also da ist eigentlich, also da muss ich sagen, die Berliner zum Beispiel, die Berliner Biere, ne, da merkt man ja schon so ein bisschen so eine Textur, ne, Fruchttextur. Die ist jetzt hier so ein bisschen im Hintergrund. Wobei Hintergrund würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich drücke mich anders aus. Ich sage am besten, die wird ummantelt. Ummantelt von dem wirklichen Fokus hier von diesem Leitkeim und das ist der Hopfen. Also sehr, sehr hopfenbetont. Das ist nicht einfach nur so aufgesetzt bitter oder so. Es ist herb, ja, es ist ein bisschen herber das Ganze. Aber eben deutlich mit so einem, von mir aus sagen wir auch, ja, fruchthopfig, wenn es den Ausdruck gibt. Ja, also vom Hopfen ausgehend dann die... Eine Fruchtigkeit, ja, so leicht so, also Blumen, so blütig halt, ne, floral, so, das sind so die Begriffe, die ich da wählen würde. Und das alles schön nacheinander, ne, aufbauend entwickelnd. Und das ist natürlich toll. Hm. Ja, das ist wieder so ein Bier zum Genießen. Ja. Ja, finde ich toll. Ein bisschen etwas stört mich allerdings auch. Also von der Krone-Bewertung sind wir weg, weil ich hätte jetzt fast auch eine Krone-Bewertung gegeben. Weil super Qualität, sieht optisch gut aus, riecht sehr lecker, schmeckt sehr lecker. Nur eine kleine Kante entdecke ich doch innen drin und das ist die Säure. Und ihr wisst ja, ich und saure Biere, ich mag es einfach nicht. Ja, das ist aber rein subjektiv, Leute. Und ich weiß, man muss wirklich schon viele, viele Biere, wir haben jetzt hier fast 1000 Biere probiert. Und da merkt man halt einfach so schon so die Unterschiede.
Und da ist eine klitzekleine Kante drin, die mich so ein bisschen stört oder daran hindert, eine Krone-Bewertung rauszukloppen. Weil gerade so, wenn dann so dieser Malzkörper ein bisschen nachlässt und da wo normalerweise dann die Fruchtkomponente, die Fruchtnote vom Hopfen einsetzen müsste, da ist dann halt so dieses, nicht Zitrus, sondern wirklich so sauer, also ein bisschen sauer dann halt wird, bevor dann diese Ummantelung kommt. Und dieser Übergang, den ich da in der Textur bemerke, das ist halt so, wo ich sage, oh, da ist eine klitzekleine Kante da, wo ich sage, oh, das ist noch so ein bisschen so, boah, ne, das muss man ein bisschen schütteln so. Aber es ist jetzt nicht so extrem wie eine Berliner Weiße mit Schuss zum Beispiel, die ist ja noch saurer, ne? Aber schon meckern auf ganz hohem Niveau. Ist auch schön saftig. Kann ich mir auch wunderbar zu einem guten Essen vorstellen. Also mir fallen hier auch tatsächlich mediterrane Gerichte ein. Also ich könnte mir vorstellen, so eine schöne Pasta di Panne. Ja, also so eine richtig schöne Nudeln mit Sahne, ja, das könnte ich mir vorstellen. Durchaus ein paar frische Kräuter oben drüber, Schnittlauch, Petersilie, die geben ja nochmal so ein bisschen pfeffrigen Geschmack ab. Und das hier in Kombination mit diesen floralen Hopfen, ich glaube, das kommt ganz gut, Leute. Das kommt, glaube ich, ganz gut, das könnt ihr machen. Also das ist mal so ein Pilzbierchen, wo ich sagen würde, ja, das passt. Ja, das ist so eine schöne Spaghetti, Spaghettata, ein bisschen Pasta, so con panne, ja, das ist schon so, wo ich sage, das ist gut. Das riecht voll. Wirklich so ein bisschen so nach Frucht irgendwie, ja, so Papaya, Drachenfrucht, irgendwie so was Exotisches, aber man schmeckt es nicht. Es wird alles von diesem Hopfen so ummantelt, aber so ganz geschmeichelt, ja, also das ist wirklich schon nah dran, es ist ganz nah dran an so einem hedonistischen Hochgenuss, wo ich sagen würde, und das für so eine Brauerei, das ist ja jetzt noch nicht so das super krasse Craftbier oder so, da wo da gerade mal 200 Liter im Jahr hergestellt werden, ja, voll das seltene Teil, das ist ja schon ein bisschen bekannter, ne? Da kriegst du ja schon in den Getränkemärkte, also das ist schon ordentlich, ne? Da wo gebraut wird, die haben schon gut Bierausstoß hier bei der Brauerei. Und dafür ist das wirklich, ich sag mit Liebe gemacht, kann man tatsächlich so sagen. Und diese saure Kante da drin ist halt subjektiv. Ne? Ich mag sie halt weniger, diese saureren Komponenten, das wisst ihr aber. Und, ne, deswegen, aber das ist schon wirklich nah dran. Ah, schön cremig auch. Durch die Blume, ne? Die ist richtig schön fluffig. Gut, Freunde, Laika im Premium-Pilz, finde ich geil, finde ich richtig cool. Leckeres Bierchen, könnt ihr euren Gästen ohne Probleme anbieten. Die werden da nicht rumzicken, nicht rummeckern, im Gegenteil, die werden sagen, das schmeckt aber gut. Und ja, da gibt es, glaube ich, keine Probleme mit. Können wir gut bewerten, machen wir richtig gut bewerten. Wie gesagt, knapp an der Krone-Bewertung vorbei. 5/5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Gruß geht raus an die Bayern mal wieder. Habt ihr gut gemacht. Und bis zum nächsten Biertest. Ciao, euer Biersüffler.